Ja, moin moin, der Buschkraftbo und ich, wir sind auf dem Weg nach Remscheid zum Outdoor Junkie. Ja, Kaffee ist am Start. Zum Oberjunkie. Und das Wetter ist ein bisschen feucht, aber wir werden das Beste draus machen. Ja, ich melde mich dann gleich nochmal, wenn wir in Remscheid sind. Guck mal, die faulen Säcke hier. Für die ganz faulen, ne? Ja, für die ganz faulen. Ja. So, wir sind jetzt mal angekommen in Remscheid. Haben beim Andreas gefrühstückt. Das ist der Outdoor-Junkie. Der Buschkrapfo. Wir sind jetzt gut gestärkt und gehen uns jetzt mal das Plättchen angucken, wo wir diese Nacht lagern wollen, und danach gehen wir uns ein Bierchen trinken oder auch zwei, und dann holen wir unsere Sachen und dann wird aufgebaut. Tja. Also dann melde ich mich nachher nochmal. So Leute, das hier soll unser Lagerplatz für die Nacht werden. Hier direkt am Wasser. Perfekt. Naja, der pinkelt im... Ja, ich würde sagen, der Platz ist optimal. Hier haben wir auch so eine kleine Feuerstelle. Ist doch geil hier. So, wir waren jetzt schön ein Bierchen trinken. Und jetzt sind wir am Lagerplatz wieder angekommen. Ja, jetzt bauen wir auf und dann geht der gemütliche Teil los. Ja, yeah, Stimmung! Ja, unser Nachtlager steht. Ich darf schön in der Mitte schlafen, also werde ich von außen gewärmt. Direkt hier am Wasser, ist doch geil. So, jetzt haben wir aber alles schön mit Laub zugemacht. Die ganze Tarp ist jetzt quasi luftdicht. Ja. So sieht's aus. Hi Jungs. Hi. Seid ihr glücklich? Das kenne ich auch. Seid ihr glücklich? Mehr oder weniger? Mehr oder weniger? Ja. Wenn das Bier gleich läuft. Aber es könnte. Es könnte wie es gut. Es ist immer noch gut gegangen. So, mittlerweile haben wir ein bisschen Spaß hier.
der Bode klettert da auf dem Stamm rum, mitten auf dem Wasser. Wenn er gleich reinfällt, dann ja, müssen wir auf jeden Fall Feuer zum Trocknen machen, ne? Dann hängen wir den da drüber. Ja, über die Hängematte, also runter Feuer. Ja. Ja, wie so ein Zirkusakrobat. Ne? Oh, da rutscht schon der Nächste. Oh. Ach, geil. Ich glaube, das wird ein spaßiger Abend. Ja, wie man sieht, hier ist absolut traumhaft. Ne? Und die kraxeln da rum wie die Bekloppten. Und das alles nur für Fotos. Ja, genau, Säcken und Ast ab, damit reinfällt. Super. Und jetzt? Der arbeitet sich voran. Ja, ehrlich. Geht ja mal gar nicht. Ja, mittlerweile haben wir auch unser Lager fertig. So, jetzt wird auch nicht mehr aufgebaut. Es wird nämlich immer feuchter. Ja. Da, Sitzplätze, Feuerstelle, Kochstelle. Das wird schon ein grandioser Abend, würde ich sagen.